So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines Season 3 After Dark. Und einige haben sich ja darüber beschwert gehabt, nach dem Motto: Danny, das Spiel war ziemlich laut, ich habe dich nicht verstehen können. Es tut mir leid, es war leider so, ich habe wohl zuvor an den Einstellungen so ein bisschen rumexperimentiert und hatte dann nicht mitgekriegt, dass ich die Einstellung für die Lautstärke wohl ein bisschen geändert habe. Ja, und so kam das, dass ich dann doch etwas zu laut war und man das Spiel über meiner Stimme eher gehört hat. Und deswegen Einstellung geändert. Ich hoffe, das ist jetzt wieder okay. Dafür bitte ich euch bitte mal die Meinung von euch in die Kommentare zu schreiben, so dass wir da halt feststellen können, ob das jetzt angenehmer für euch geworden ist. So, dann kamen so einige Kommentare nach dem Motto, wie funktioniert das? Oder wie würde es funktionieren, wenn du zum Beispiel einen Bus nur hier im Ort fahren lässt? Also einmal in Wesel und einmal in Dummhausen. Oder halt eine direkte Verbindung zwischen den Städten, dass du das dann so machst. Das können wir gerne mal ausprobieren. Das machen wir sogar mal direkt. Machen wir hier sogar eine Buslinie einfach zwischendurch. Jack. Achso, vielleicht... das mit dem Englisch lassen wir nochmal, weil ich das jetzt nicht vorher ausprobiert hatte. Einer hatte nämlich gefragt gehabt, ey Dani, kannst du nicht mal wieder dein Spiel umstellen auf Deutsch? Ich kann das gerne mal probieren, aber ich habe es jetzt vergessen, muss ich ernsthaft sagen, vor der Aufnahme. Es fällt mir gerade ein, wo ich sehe. Weil nämlich, als ich das Spiel mit After Dark ausprobiert habe, bislang immer das Spiel abgestürzt ist und das gefiel mir dann doch nicht so gut. Deswegen ja, es ist halt so, dass ich hier mit dem englischen Content gerade spiele noch. So. Das erstmal dazu. Dann will ich hier jetzt eine Linie rumfahren lassen. Hier hinten. Die dann einfach mal hier so ein bisschen abklappert. Dass wir hier noch ein bisschen halt an Leistungen abnehmen. Das heißt zum Beispiel, wir fahren jetzt hier hoch und machen die Schulbuslinie mit. Oder sowas. Das ist halt auch, glaube ich, ziemlich angenehm für die Dorfbewohner hiermit. Dass wir dann hier so eine Linie haben, die dann mal ab und zu hier rumfährt. Die dann mal guckt, brauchen die Leute denn irgendwas und ist dieses gewährleistet oder jenes noch. Und dann hier einmal lang fährt und sich dann die Leute holt. So, genau. Ich habe eben gerade nochmal nach den Kommentaren geguckt, deswegen da eben wieder diese Ablenkung, dieser Stillstand da. Und der Mavi-LP sagte, es war ziemlich unsynchron zum Ende des Videos. Ihr müsst mir mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das so empfandet und dazu dann sagen, ob es euch auch so vorkam, ob das so asynchron war oder nicht. Und darauf muss ich dann wohl mal gucken in der nächsten Folge, ob das wirklich so extrem war. Jetzt mal kaufen wir uns ein neues Grundstück, dass wir hier auch Dummhausen so ein bisschen ausbauen können. Oder dann halt hier drüben noch ein Dörfchen erstellen. Hier oder so quer einmal rüber. Das wäre auch noch eine Idee. Und was wir auch machen können, hier sehe ich nämlich Grünfläche. Hier können wir nämlich Bauerngebiete einziehen. Das, da denkt sich jetzt auch jeder so, hä, was? Oh, und mir fällt auf, wir haben genug Geld. Das heißt, wir könnten noch was anderes machen. Für die Leute, die es wissen, die sind gut vorbereitet. Auf den Rest, der muss sich jetzt leider ein bisschen rausdenken, was wir jetzt machen können noch. Mit den ganzen Sachen. Hier werde ich das auch mal so ein bisschen asynchron wieder bauen. Erstmal hier so. Dann kann man hier auch wieder so ein bisschen schräg rein. Und dann das so ein bisschen lösen. Wir wollen das hier nicht hundertprozentig jetzt gerade mehr haben. So. So, dann kommt hier zwischen dann einfach der ganze Rest. Das heißt jetzt in dem Fall kommt dann hier einfach eine Straße durch, mit der wir das komplette Gebiet hier erschließen.
So sieht das hoffentlich aus. Gehen dann darüber, ziehen dann hier drüben noch eine Linie hoch. Ja, dann können wir hier erstmal dann Farmgebiet einziehen lassen, so in dem Bereich. Ich hoffe, das wird dann auch ein bisschen was. Wir werden uns darum jetzt mal gleich kümmern. Das heißt, jetzt in diesem Gebiet kommt dann hier Farm rein. In dem restlichen Gebiet, welches nicht hier eingeschlossen ist, wird dann wohl erstmal kein Farmgebiet entstehen. Um das so ein bisschen abzuschirmen. So, hier machen wir das dann so. Dann machen wir hier einfach alles auf der linken Seite hier den Rest zu. Wir brauchen ja hier doch ein bisschen was an Gebieten. Daher werden wir das jetzt wahrscheinlich so lösen. Genau. Sieht ja so noch relativ gut aus. Machen wir das so und fertig ist die Laube. Hier sagen wir dann einfach mal Policies, das. Und geht hier eigentlich doppelte Belegung? Lol. Das geht, WTF. Man kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Cool. Das brauchen wir nicht. Dann brauchen wir Recycling. Recycling müssten wir eigentlich mal da oben einschalten. Und dann bräuchten wir... Bräuchten wir Lower Density Residential. Ja. Okay, das war's, glaube ich. Jetzt müssten wir hier oben. Hier oben hatten wir ja noch das Unterhaltungsgebiet. Da können wir nochmal die anschalten. Oder mal schauen, was da so passiert. Genau. Hier unten müssen wir jetzt auch mal die Autobahn ändern. Wir haben ja genügend Geld. Von daher will ich das jetzt mal umsetzen. Weil wir haben so lange drauf gewartet, die jetzt umzubauen, die Autobahn. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir hatten hier auch, glaube ich, genügend Kreuze schon. Das ist das Falsche. Das könnte man hier verwenden, wenn das ginge. Wie konnte ich das drehen? Nee, hier müssten... Alter, pass mal auf. Was will der denn die ganze Zeit? Okay, hier müssten wir ein Stück wegreißen von der Hauptstraße. Und von dem. Plus. Das passt ja fast perfekt, ne? Okay, reißen wir das auch nochmal ab. Das könnte gut passen. Naja, so einen kleinen Versatz haben wir schon drin. Also, das dürfen wir jetzt mal nicht unter Acht lassen. Ist, glaube ich, noch so halbwegs in Ordnung. Weil wir wollten ja auch nicht zu hoch gehen, sind wir ja auch nicht gegangen. Mit dem Ding jetzt hier. Was natürlich blöd ist, ist jetzt, dass wir hier irgendwie unten schräg drunter durch müssten. Beziehungsweise nicht nur müssen, sondern es mal tun. Das heißt zum Beispiel da einfach minus 3 und dann, ich weiß gar nicht, was für einen Winkel hatten wir hier. Das sind dann wie viel Grad?
So, 180 minus 76. Ja, total unnötig. Okay, ich habe schon rausgefiltert. Das ist unnötig alles. Irgendwo da vorne müssten wir raus. So, okay. Sieht halbwegs okay aus. Genau. Oh, mein Hintern. Das ist jetzt gerade uncool. Meine Beine sind so ein halb eingeschlafen und ja, das macht sich dann doch nicht so gut. Wie immer scheint. Wie viele Meter sind wir hier? 15. Wie viel haben wir hier? 12. Okay. Ich sehe gerade, was nicht so cool ist. Was wir hier nämlich gerade mit der Autobahn nicht bauen, sondern... Dreimal dürft ihr raten. Mit der Stadtstraße. So. Das haben wir. Wie sieht das denn auch so ein bisschen komisch aus? Aber wir können jetzt erstmal das so weiter fortfahren lassen. Und dann drehen wir das hier. Dann machen wir hier hinten einfach... Ich überlege gerade, ob wir hier nochmal einen Abzweig reinmachen. Das heißt also so eine Autobahn hier nochmal rein. Dann hier hinten halt das Kreuz dran setzen. Das wäre mega krass, Alter. Aber wir machen mal diese Umsetzung. Was ist denn hier im Weg? Wieso kann ich denn nicht höher bauen? Uncool. So, machen wir das halt so. Das geht. Autobahn. So. Dann ziehen wir die doch in 1 gerade einfach durch. Dann haben wir da auch ein Problem weniger. Das sieht irgendwie so mega komisch aus. Wieso ist doch unter ein Fußgängerweg? Okay, das ist jetzt mal total verwirrend. Ich gestehe es zu. Ich verstehe es auch nicht. Wieso, weshalb, warum? Und ja, ich baue hier gerade sonst was hin. Jetzt erstmal hier irgendeine Verbindung brauche für die Leute. Ja, und wir werden das hier alles noch überarbeiten. Von daher ist das da auch gerade egal. Mir fällt gerade auf, wie riesig eigentlich dieses Gebiet ist. Genau hier ist das so ein bisschen. Hier oben ist ein bisschen. Das ist eigentlich voll mega ausgewogen hier. Hier oben könnte eine Erzfabrik können, aber das hätte dann auch nicht lange. Genau, und der Bus fährt jetzt, glaube ich, bis da oben hin. Was voll kompliziert ist. Wir müssen uns mal kurz anschauen. Jawohl. Ach du Scheiße, hier laufen die jetzt hier rüber direkt. Das ist mega kompliziert. Aber wir haben es jetzt hier wenigstens, dass die Fahrzeuge nicht mehr so komisch rüberfahren, sondern jetzt halbwegs ausgewogen rüberfahren können, ohne halt irgendwelche Probleme zu haben. Das ist dann doch was Cooles in dem Sinn. Und vor allem sieht das halt mega nice aus, wenn es beleuchtet ist.
Hier müssen wir das natürlich noch ändern, das Kreuz. Genau wie das hier hinten müssen wir dann nochmal ein bisschen gerade legen. Hier die Auffahrt ein bisschen ändern. Wie viel Geld haben wir denn noch? Sonst hätte ich jetzt gesagt, müssen wir mal gucken, wie viel das kostet. Große Autobahnausfahrt. Das wollen wir natürlich nicht, das auch nicht. Das sieht ein bisschen komplex aus, das ist auch unnötig. Nee, das ist auch blöd. Das ist ein Kreuz. Was ist das denn hier? Ein Cross. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas in meiner Bibliothek hier drin habe, WTF. Was ist das denn hier für ein Kreuz? Hatten wir das hier oben? Nee. Was ist das für ein Kreuz? Zum Teufel, Alter. Gibt es hier irgendeine Seite, die hoch ist? Ja, die rechte. Das heißt, wir müssen das mal irgendwie so dann einbauen. Boah. Alter, ich glaube, wir reißen das hier auch nochmal ab. Dann werden sich zwar einige freuen, so, wieso reißt du das hier schon wieder ab? Weil wir uns darüber keine Gedanken gemacht haben und sowas. Ich finde, das kann hier weg und wir bauen hier einfach was Vernünftiges hin. Okay? Finde ich cool, ihr seid da einer Meinung mit mir. Super. So, das kann auch weg. Jetzt habe ich natürlich super drauf geachtet. Dass wir hier auch in allen Lebensrichtungen dieses Kreuz einbauen können. So sieht das, glaube ich, noch relativ okay aus. Genau, dann nehmen wir jetzt von hier oben einfach die Autobahn. Und lassen die hier dann da hoch bzw. da runterfahren. Das ist mega nice. So, erstmal müssen wir hier wieder auf Normalniveau kommen. Das ist erstens schon mega kompliziert. Und zweitens muss das auch wieder alles gedreht werden. Und hier machen wir das so, dass wir hier einfach die Straße abreißen. Und dann hier gleich im passenden Format einen runtergehen. Dann sind wir nämlich hier soweit. Und dann kommen wir hier auch um die Ecke rum. Es sieht halbwegs normal aus, ja. Nachteil bei diesem Umbau. Wir müssen ein bisschen mehr abreißen als gewollt, aber wir haben ja noch Geld, Gott sei Dank. Wenn nicht, wäre das ein bisschen blöder ausgegangen gerade. Und dann wären wir wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen wie jetzt gerade. Na, ja, das sieht ja halbwegs okay aus, so. Und dann müssten wir mal hier runter. Und hier müssen wir auch runter. Was ist das denn für ein Zug? Ach, das ist der. Und dann bis dahin. Und dann müssen wir hier einmal eine neue Bahnstrecke rüberziehen. Das bleibt uns jetzt nämlich nicht erspart. Dann bauen wir hier die Autobahn einfach rechts rüber. Ich baue das hier gerade ein bisschen eckig, ich weiß. Ja, ich habe das auch alles in der falschen Richtung gebaut. So. So, hier machen wir das so, dass wir hier einfach den Bogen rüber machen. 136,5. Das geht ja hier. Versuchen wir den hier hinten einfach wieder rüber zu legen irgendwie.
So. Okay, das war Part 1. Jetzt können wir nämlich hier einfach nochmal rüber da hinten hin. Ja, ich hätte es auch ein bisschen einfacher bauen können. Aber wieso, weshalb, warum? Es ist sehr einfach. Ich muss mal kurz hier nochmal was gucken. Deswegen einmal Achtung. Was ich da mache. 1:43 Uhr. Ja, wir könnten eigentlich schon wieder Ende machen. Ich habe gerade nämlich geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Deswegen da eben gerade mal dieses Nachsehen bitte. Und dann müssten wir hier die Strecke erweitern, um da hinten hinzukommen, wo wir wollen. So. Okay. Gut, das Kreuz läuft auch. Finde ich sehr schön, dass das jetzt hier geht. Uncool finde ich natürlich, dass das hier wieder gestaut wird. Und es wird jetzt erstmal nach sich ziehen, was hier getan wurde. Und natürlich nur wieder auf der Ausfahrt. Also von daher ist das da auch mal heftig. Aber es fahren einfach immer nur 3 Autos, dann heißt es auch, ja, es stockt. Beziehungsweise der Bus kann irgendwie nicht schneller, habe ich das Gefühl. Und dann steht das automatisch hier gleich wieder. Ja, hier oben ist das, glaube ich, gleich vorhin dasselbe gewesen. Jawohl. Das wäre jetzt schon brenzlig gewesen. In echt. Ist ja schon hardcore. Also hier unten läuft es, müssen wir sagen. Ich glaube, das muss hier auch noch einmal richtig laufen, damit das halt wirklich funktioniert. Aber da kann es sein, dass wir zu viel verlieren würden, wenn wir das anfangen. Ja. Das ist soweit. Hier machen wir mal kurz. Das erste Feld voll. Ich will hier nicht mal gucken, was hier wirklich jetzt gebaut wird. So, oder ob hier überhaupt nichts gebaut wird. Das wäre interessant zu wissen. Ich glaube, dass hier nämlich erstmal nichts gebaut wird, weil wir brauchen mehr dumme Leute. Okay, das hört sich cool an. So, machen wir das doch gleich so. Da auch so ein bisschen Berufe da, Gewerbe gefordert wird, machen wir das auch so. Strom ist ja hier noch verbunden anscheinend. Scheint auf jeden Fall so, als wenn das so passen würde. Ich glaube, das ist unsere kurze Verbindungslinie hier rüber. Text is too high, what? Policies? Oh. Ah, geht doch. Vielleicht sollten wir die Policies hier drüben auch einsetzen. Einfach damit es funktioniert. Genau, es scheint wohl, als wenn die sich hier langsam wohlfühlen würden und wiederkommen. Also hier ist ja wirklich gerade der Horror. Müssten wir, glaube ich, nochmal ein normales Autobahnkreuz reinbauen, ein vernünftiges. Und hier oben. Ich überlege gerade, ob wir dieses erst nochmal rausreißen.
dann doch noch was Neues bauen. Wir haben ein neues Gebäude. Hier haben wir auch ein neues Gebäude, European. Es hat wohl irgendwas gebracht gehabt, dass wir einmal wohl was geändert haben. So, ich glaube, wir reißen hier echt nochmal das Kreuz kurzzeitig ab. Also wir wissen jetzt ja ungefähr, worauf es hier ankommt. Oder haben wir zufällig ein Kreuz, was hier reinpassen könnte? Das war dann aber erst in der nächsten Folge einbauen, weil diese Folge wird Leuten ein bisschen übertrieben. Nö. Das könnte man halt noch hier einbauen. Das könnte echt sogar passen, wenn die Ausfahrt da nicht zu lang wäre. Wenn nicht, winkelt man das, glaube ich, so ein bisschen an. Obwohl hier eigentlich gerade wäre ganz nice. So. Jetzt so müsste man das hier einbauen. Dann hätte man aber keinen Weg hoch. Ja. Oder wir benutzen mal dieses hier. Das haben wir auch schon lange nicht genutzt. Das wäre auch nice. Und dann benutze ich mal wieder meine eigenen Sachen, ne? Das haben wir damals, oder habe ich damals mal gebaut gehabt. Ist auch schon Ewigkeiten her. Die Frage ist, hält das denn die Belastung stand? Das ist jetzt auch schon so lange her. Oder hält es das gar nicht mehr aus? Warte mal, ein Kreuz hoch, das hatten wir. Nee, das ist blöd, das wollen wir nicht. Wir hätten echt nur das. Nee, ist auch nicht. Okay, wir müssten wohl echt improvisieren. Oder hier halt das rausreißen. Wofür ich doch erstmal dafür wäre, das kurzfristig umzulegen. So definiert man das, glaube ich, besser. Das heißt, wir trennen einfach nur manche Verbindungen. Ach, die haben da eine Brücke zwischendurch. Deswegen. Okay. Wir definieren das erstmal so, dass wir jetzt schnell was finden, worauf wir halt achten können. In dem Fall wären das halt solche Sachen. Das heißt, hier braucht sich dann keiner mehr umsortieren und sowas. Dann sollte sich der Stau auch erstmal rückentwickeln und wir können den Rest halt abreißen ohne Probleme. Und können uns freuen nach dem Motto, ey, das sieht alles supi aus und funktioniert auch. Von daher würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall heute Abend in den Livestream von News und Kommentare reinschaut. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nachher zu dem Livestream. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Danke schön fürs Vorbeischauen. Einen wunderschönen Sonntag euch. Einen guten Wochenstand euch dann morgen. Und bis dahin eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.